Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine funktionierende Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur ist absolut entscheidend für ein Land, für Wohlstand, für Mobilität. Das ist uns, glaube ich, alle klar. Die Dramatik ist groß. Es gibt wahnsinnig viel zu tun, wahnsinnig viel nachzuholen. Und wir könnten dem Antrag, den die CSU hier plakativ hinstellt und nach Berlin richtet, schon zustimmen. Es fehlen uns aber ein paar Punkte da drin. Es fehlt zum Beispiel der Punkt, dass die CSU aufgefordert wird, sich zu entschuldigen für das Desaster, was ihre bisherigen CSU-Bundesverkehrsminister im Verkehrssektor in den letzten Jahrzehnten angerichtet haben in Berlin. Daran krankt nämlich unser Land momentan. Dass sie die CSU entschuldigt für das selten teure und selten dämliche Ausländermautdesaster, das der CSU-Bundesverkehrsminister Scheuer angerichtet hat in der vorherigen Bundestagswahlperiode. Dass die CSU sich entschuldigt für den verschleppten Bahnausbau, den sie und ihre Minister angerichtet hat. Jetzt läuft gerade die EM, die Fußballfans, Hunderttausende sind in Deutschland unterwegs aus ganz Europa und reiben sich die Augen, in welch desolaten Zustand die Infrastruktur in Deutschland ist und fragen sich, wie das so weit hat kommen können. Wir wissen warum, nämlich an den jahrzehntelangen Einsparungen, an dem Kaputtsparen, das bei der Bahn gemacht worden ist, lange, lange Jahre von CSU-Bundesverkehrsministern. Und dass sich dieselbigen entschuldigen für die kaputten Straßen, 8.000 marode Brücken, 4.000 irreparabel marode, die ersetzt werden müssen, sind uns hinterlassen worden, sind der Ampelregierung in Berlin hinterlassen worden, allein im Bundesfernstraßenbereich von den Vorgängerregierungen und den vorherigen CSU-Bundesverkehrsministern. Und dass man sich entschuldigt für dieses Gebirge an versteckter Staatsverschuldung, das hinterlassen worden ist der Ampel und das jetzt nach und nach irgendwie aufgearbeitet werden muss, denn nicht erfolgt die Sanierung, nicht erfolgter Ausbau, marode Infrastruktur, das ist versteckte Staatsverschuldung. Das hätte man wesentlich schlauer machen können, wesentlich mehr Investitionen voranbringen können, wo wir jetzt die lange Nullzinsphase gehabt haben. Und das haben die vorherigen Bundesregierungen leider nicht genutzt, diese historische Chance der Niedrigzinspolitik verstreichen lassen und viel zu wenig in die Infrastruktur saniert. Und jetzt stellt man sich hin und deutet mit dem Finger nach Berlin. Die Nachfolgeregierung soll es jetzt in der schwierigen Haushaltslage nach der Pandemie, mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Inflation richten. Das ist ziemlich schäbig, muss ich sagen, und ziemlich einfach. Und noch zwei Versprechen. Die Fehler kehrt noch nein, das Dokument, dass wir dem zustimmen können. Das ist das eine, das Versprechen, dass man Abstand nimmt von allen Aus- und Neubauvorhaben bei der Straße, solange nicht das alte Klumpert repariert ist, solange nicht alle Schlaglöcher gestopft sind und nicht diese ganzen kaputten, maroden Brücken repariert sind, dass man so lange nicht nur weiteres Geld verpulvert in den Neu- und Ausbau und damit die Natur zerstört und den Klimaschutz weiter unterminiert. Das wäre das eine Versprechen, das wir verlangen. Und das andere wäre am allergescheitsten, nämlich dass die CSU-Staatsregierung verspricht, sich künftig in Berlin rauszuhalten aus der Infrastrukturplanung und aus der Infrastrukturfinanzierung, denn man sieht, die CSU kann Infrastruktur nicht. Überlasst es lieber Leuten, die sich damit auskennen, die das anständig finanzieren. Solche Leute sind momentan in der Ampel dran, den ganzen Scherbenhaufen aufzuräumen, den die CSU-Verkehrsminister über mehrere Legislaturperioden in Bayern hinterlassen haben. Noch nie ist so viel saniert worden wie momentan von der jetzigen Bundesregierung. Noch das größte Investitionsprogramm in die Schiene ist momentan angelaufen und wird umgesetzt von der jetzigen Bundesregierung. Es könnte freilich noch mehr sein, das sagen wir Grüne, aber die jetzige Bundesregierung macht es um Längen besser als die bisherigen unter den CSU-Verkehrsministern. Und insofern lehnen wir Ihren Antrag, so wie er vorliegt, ab. Vielen Dank.